Woher kommen Sie gerade? Ich komme gerade aus dem Büro. Ich habe heute Morgen mal Post bearbeitet, E-Mails durchgelesen und weitergeleitet bzw. beantwortet. Ist ja immer gerade relativ viel zu tun, ne? Absolut. Wie ist die Stimmung? Jetzt sind es ja noch 2,5 Tage in der letzten Sitzungswoche vor den Wahlen, mehr oder weniger. Ist eine andere Stimmung? Ja, also es ist halt dann schon das Ende von 4 Jahren, von einer Legislatur. Und ja, mit dem einen oder anderen ist, glaube ich, auch ein bisschen Wehmut jetzt mit dabei. Der eine oder andere hört auf. Bei anderen ist klar, dass sie wahrscheinlich eher nicht mehr im Bundestag kommen. Mhm. Aber es ist vor allen Dingen auch Wahnsinn, wie schnell diese 4 Jahre vergangen sind. Also das merke ich in ganz vielen Gesprächen. Das ist auch mein Gefühl bestätigt, dass es wahnsinnig schnell jetzt gegangen ist. Also eher schade schon vorbei, anstatt so war endlich geschafft. Ja, genau. Was macht Ihnen mehr Spaß, Ausschuss oder Plenum? Naja, ich finde eigentlich beides ganz gut. Also Plenum ist natürlich klasse mit der öffentlichen Auseinandersetzung dann auch, mit Rede und Gegenrede. Aber im Ausschuss gibt es manchmal auch ganz spannende Diskussionen, weil man durch die Nichtöffentlichkeit auch vielleicht ein bisschen anders diskutieren kann. Okay. Wie sind Sie generell zur Politik gekommen? Tatsächlich über die Kommunalpolitik. Also relativ früh in meiner Heimatstadt Bad Dürkheim überlegt, bestimmte Dinge, die einen genervt haben, vom Skaterplatz, den es nicht gab, beziehungsweise einen Partyraum, den es auch nicht gab, und haben uns dann irgendwie eingesetzt mit der Jungen Union und über Stadtrat, Junge Union, Landesvorsitz und so weiter bin ich in die Politik gekommen. Sind Sie ja relativ jung, nervt Sie das? Auf Ihr Alter oftmals vielleicht angesprochen zu werden, immer mit der Frage, so jung und schon im Bundestag, passt das überhaupt? Wobei ich diese Frage jetzt mittlerweile nicht mehr so oft gestellt bekomme. Okay. Es war am Anfang. Man wird älter. Ja, auch das ist so, wenn man jetzt 30 ist, dann ist die 3, die vorne dran ist, ist dann ja schon ein bisschen älter. Aber das war am Anfang der Legislatur tatsächlich öfters mal ein Thema. Okay. Spielt das eine Rolle aber in der Zusammenarbeit, dass man immer sagt, so, oh, da ist ein Jüngerer, der kennt sich noch nicht so aus? Oder ist es eine gute Mischung letztendlich jung und alt, um das gesamte Spektrum abzudecken? Ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, gerade bei so Themen wie Haushaltspolitik, Rente und anderen, dass wir da eine gute Mischung haben. Weil es ist ja schon so, dass vielleicht ein 30-Jähriger da eine andere Perspektive einbringt, als es jetzt vielleicht ein 60-Jähriger macht. Mhm. Und von daher ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir eine gute Mischung im Bundestag haben. Gucken Sie selbst ab und zu nach vorne mit der Frage, wo bin ich in 10, 20, 30 Jahren? Nö. Erstmal zählt der Wahltag im September. Nein. Ja, aber politische Karrieren sind aus meiner Sicht nicht planbar. Okay. Und von daher soll man immer gucken, dass man an dem Ort, an dem man gerade arbeitet und seine Pflicht tut, dass man da sein Bestes gibt und die Menschen gut vertritt. Sie sind jetzt zum ersten Mal im Bundestag. Ja. Was hat Sie am meisten überrascht in den ersten Tagen? Ja, wie groß dieser Betrieb ist. Mhm. Also das ist tatsächlich, das ist etwas, was man auch vorher, wenn man nicht hier gewesen ist, ein bisschen unterschätzt hat. Aber wie groß der Betrieb ist mit den Ministerien, mit den Abgeordnetenbüros und was alles hinten dran steckt, das war schon überraschend. Wie lange dauert es, bis man dann doch so das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich zumindest mal die Abläufe auch begriffen und muss da weniger Energie investieren? Das geht aber dann relativ schnell. Also 3, 4, 5 Monate ist das eigentlich. Also man wird sozusagen auf eine Schiene gesetzt und dann fährt man halt los. Ja. Sie haben gerade gesagt, auch mit dem Skaterplatz und die Anfänge in der Politik. Was treibt Sie generell an, politisch tätig zu sein? Was ist die Grundmotivation? Na, die Grundmotivation ist, was bewegen zu können. Ja, und bin da auch so erzogen, dass man nicht nur konsumiert, sondern eben auch sich engagiert. Fängt an beim Fußballverein eben nicht nur ins Fußballtraining zu gehen, sondern irgendwann vielleicht auch mal Fußballtrainer zu sein oder in der Schule nicht nur hinzugehen und den Unterricht zu genießen sozusagen, sondern halt sich auch in die Schulgemeinschaft einzubringen. Und ich glaube, dieses Engagement für die Gemeinschaft, das ist schon was einen antreibt. Und da natürlich, wenn man mit dabei ist, kann man auch mitentscheiden. Und das ist dann anders, als wenn man nicht dabei ist. Das stimmt. Stellt sich das Gefühl auch im Bundestag ein, weil ja dann doch der Apparat, wie Sie gesagt haben, größer ist? Ja. Spüren Sie aber auch an dem einen oder anderen Tag, da habe ich was bewegen können? Ja, also insbesondere halt in den Ausschussthemen. Mhm. Und da, wo man dann auch Berichterstatter ist, da hat man ja einen sehr großen Einfluss dann auf die Dinge, kann diese verhandeln. Und da kann man tatsächlich dann auch sehr viel machen. Und natürlich bei größeren Themen. Beispielsweise, als wir über die Rente diskutiert hatten vor ein paar Jahren, wo ich ja dann auch gegen das Rentenpaket gestimmt hatte, kann man zumindest dadurch auch Zeichen setzen und die eigene Generation da ganz gut vertreten ist. Ja. Sie sind im Sportausschuss? Ja. Welche Themen standen da in den letzten Jahren auf der Agenda? Ja, wir hatten ein Anti-Doping-Gesetz, also
auf der einen Seite und dann ein Gesetz gegen Spielmanipulation, weil es ja tatsächlich so ist. Ich meine, wir sehen es ja auch jetzt gerade bei der FIFA, aber auch beim IOC, dass der Spitzensport sehr darunter leidet, dass es sowohl Angriffe von innen gibt, also Doping, aber eben auch Angriffe von außen, Spielmanipulation und anderes. Und da haben wir Strafrecht verschärft. Ja, und dann ging es aber auch beispielsweise um etwas, das haben Sie noch nie gehört, aber es hat Auswirkungen auf jeden Verein, nämlich die sogenannte Sportanlagen-Lärmschutzverordnung. Also die Frage, wie laut dürfen eigentlich Kinder, Jugendmannschaften und andere Vereine auf dem Fußballplatz sein, ohne dass sich die Nachbarn rechtlich dann die Nachbarn beschweren da werden sich da besser auskennen, was und, das angeht. Und da wurde jetzt 8 Jahre drüber diskutiert, da eine Erleichterung hinzubekommen, also eine Privilegierung des Sports. Und wir haben es dann wir haben es dann nach 8 Jahren jetzt in der aktuellen Legislatur dann hinbekommen. Also rückblickend in der Zusammenarbeit innerhalb der Koalition würden Sie auch sagen, da wurden ein paar Themen ordentlich bewegt dann. Wir haben jetzt noch eine Spitzensportreform, wir haben insgesamt sehr viel mehr Geld auch in den letzten 4 Jahren in die Struktur reingegeben, in die Förderung des Spitzensports. Also haben wir schon einiges erreicht. Ja. Blick nach vorne, Richtung Bundestagswahl. Was wird im Wahlkampf anders sein als noch vor 4 Jahren? Ich glaube, wir leben in sehr viel politisierteren Zeiten. Also wir werden eine große Mobilisierung bekommen. Und was ich auch aus den Gesprächen jetzt an Erfahrungen sagen kann, ist, dass wir, glaube ich, auch eine höhere Ernsthaftigkeit in der Debatte haben. Also ich merke schon, dass Themen wie Trump wird auf einmal in den USA gewählt und keiner weiß irgendwie warum. Oder auch der Brexit dazu führt, dass die Bürger sehr verantwortungsvoller jetzt vielleicht auch bei der Bundestagswahl mit ihrer Stimme umgehen. Wie ist das Feedback? Sorry, dass ich jetzt nochmal aufs Alter zu sprechen komme, aber innerhalb Ihrer Generation das Interesse an Politik bei den Wählerinnen und Wählern? Ich glaube höher, als man so allgemein einschätzt. Und man muss es halt vielleicht ein Stück weit auch anders vermitteln. Deswegen bin ich irgendwie auf Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter unterwegs, um zu sagen, was macht eigentlich so ein Abgeordneter den ganzen Tag und was sind so die Themen. Und zum Beispiel gerade eben auf Snapchat gefragt, wie dann die Meinung meiner Follower zum Thema die sogenannte Ehe für alle ist. Ich bin jetzt mal gespannt, was so an Rückmeldung kommt. Also ich glaube, da kann man relativ viel auch machen, um junge Leute einzubinden und Transparenz herzustellen, was Abgeordnete. Und Feedback in den sozialen Medien positiv oder sind Sie auch konfrontiert mit kritischen Posts und Hate Speech Geschichten oder wie ist da die Zusammensetzung? Das hält sich eigentlich im Rahmen. Also so einen richtigen Shitstorm hatte ich noch nicht. Mal schauen. Ich bin gespannt, wenn der erste kommt. Okay. Freuen Sie sich drauf auf den Wahlkampf? Das wird spannend, glaube ich, jetzt die nächsten knapp 90 Tage. Mal richtig noch mal Gas geben, aber ich war schon in den letzten 4 Jahren auch viel so im Wahlkreis unterwegs und von daher so arg viel ändert sich ja dann auch nicht. Also, aber es wird jetzt noch mal sehr, sehr intensiv. Und sehr schön ist ein Sommerwahlkampf, also man kann dann, ist ein bisschen angenehmer, als wenn es im Wetter ist. Wenn das Wetter so bleibt, dann macht es in der Tat wahrscheinlich mehr Spaß. Ja, vielen Dank für die 400 Meter. Gerne. Die letzte Bitte, wen aus Ihrer Fraktion würden Sie vorschlagen für ein weiteres Interview mit mir? Stefan Heck, Kollege aus Hessen. Dann fragen wir den an. Sehr schön. Alles klar.